Sonne, Mond, Finsternis, Tunnel. Ist jener Zeitraum von etwa 14 Tagen, der zwischen einem paarweise Auftreten von Sonnenfinsternis und Mondfinsternis genannt wird. Heuer, im Jahr 2018, haben wir am 31. Jänner eine Mondfinsternis gehabt. Hier in der Abbildung links sehen wir, was eine Mondfinsternis ist. Und 14 Tage darauf, das ist der 15. Jänner, ist Sonnenfinsternis. Das ist ein Tag vor dem chinesischen Neujahrsfest. Der Kalender richtet sich hier auch nach dem Mondstand. Und diese Zeit zwischen Mondfinsternis und Sonnenfinsternis, beziehungsweise umgekehrt zwischen Sonnenfinsternis und Mondfinsternis, diese paarweise auftretenden Finsternisse können auch ihre Reihenfolge anders haben, nennt man der Tunnel. Das sind diese 14 Tage. In diesen 14 Tagen zwischen den beiden Sonnen- und Mondfinsternissen-Ereignissen sind die Gravitationskräfte auf die Erde immens stark. Das können wir in Gezeitenmessungen, so wie das Wasser angezogen wird, nachweisen, beziehungsweise im Auftreten von Erdbeben. Jetzt zum Beispiel war in Taiwan ein Erdbeben gestern, ein stärkeres. Und diese Phänomene sind immer wieder beobachtbar, auch sind Einflüsse auf die psychische Kondition des Menschen und der Tiere beobachtbar gewesen, so die Angaben der Ärzte und Fachkräfte. Wir sehen hier jetzt eine Tabelle von weiteren paarweise auftretenden Finsternisereignissen. Und zwar sehen wir hier die Tabelle für die Finsternisse: 31. Jänner Mondfinsternis, 15. Februar Sonnenfinsternis, 13. Juli Sonnenfinsternis, 27. oder 28. Juli Mondfinsternis total. Also hier auch eine paarweise, 2 Juli-Termine im Abstand von 14 Tagen. Jetzt eine Sonnenfinsternis am 11. August. Die Mondfinsternis kommt da nicht so zustande, aber dennoch ist es eine Sonnenfinsternis oder eine Mondfinsternis kommt selten alleine, auch wenn sie jetzt den Schatten nicht auf die Erde oder auf den Mond werfen, diese Finsternisereignisse trotzdem. Ist es eine Anhäufung der Kräfte, also eine Verstärkung der Kräfte zwischen den Himmelskörpern. Hier im nächsten Jahr, 5. 6. Jänner, Sonnenfinsternis partiell, dazugehörig 20. 21. Jänner, Mondfinsternis total. Also auch hier ein paarweise auftreten. Gehen wir weiter in der Tabelle, 2. Juli, Sonnenfinsternis total, 16. oder 17. Juli, Sonnenfinsternis partiell. Warum stehen hier zwei Daten? Je nachdem, welcher Zeitzone man angehört, ist der Datumsprung dann schon vollzogen. Für die einen ist es noch der 16. Juli, für die anderen ist es der 17. Juli. Das heißt, das hängt davon ab, in welcher Zeitzone man lebt. In Amerika oder lebt man in Europa oder in Asien oder in einer anderen Stelle oder der Erde. Hier sehen wir 11. November. Und ist ein Transit vermerkt? Im Moment, das ist jetzt keine Finsternis, oder doch? Ja, in der Tabelle geht es weiter mit 16, 20. Dezember, ringförmig. Also wir sehen auf dieser Tabelle, sind schon sehr oft paarweise auftretende Phänomene. Ich gehe nochmal zurück, 2018 und wiederhole. Wir haben jetzt am 15. Februar eine Sonnenfinsternis partiell. Man kann sie sehen, schauen wir auf der Grafik, so wird sie verlaufen in etwa.
Und hier sehen wir, von wo man sie sehen kann. Das ist die Antarktis. Ganz kurz nur bemerkt. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen. Ich will nur auf das erklären, was diese Sonne-Mond-Finsternis-Tunnel bedeutet. Also, wir haben vom 31. Jänner bis 15. Februar eben dieses paarweise Finsternis. Und das nennt man den Sonnen-Mond-Finsternis-Tunnel. Und da kommt es zu stärkeren Kräften auf die Erde, Einwirkungen in den Gezeiten, aber auch Erdbebengefahr. Das bedeutet, dass zum Beispiel das gestrige Erdbeben in Taiwan war eine Auslösung wahrscheinlich durch diese Mondkräfte, die auf die Plattentektonik aufwirken. Also in dem Zeitraum dieser 14 Tage des Tunnels können wir vermehrte Auftreten von Überschwemmungen, Gezeiten und Erdbeben wissenschaftlich feststellen. Allerdings gibt es auch psychologische Einflüsse, so wie die Ärzte bzw. die anderen Fachkräfte, die im sozialen Bereich arbeiten, es beobachten können. So, vielen Dank.